Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Schnittlabor-Video. Heute wollen wir die RX0 in einem allgemeinen Test erstmal nur in Bezug auf die Videofunktion anschauen. Und zwar, nachdem wir jetzt kürzlich das Unboxing-Video online gestellt haben. Wir halten diese Kamera hier an einem kleinen Selfie-Stick. Es gibt keine in der Kamera verbaute Bildstabilisierung. Das kann schon ziemlich negativ sein in Bezug auf eine Kamera, die auch als Action-Cam verwendet werden kann. Im Moment haben wir alles in den Videoprogramm-Automatik-Modus gestellt. Und das bedeutet, dass die Kamera sämtliche Einstellungen von allein regelt. Die einzige Modifikation in Bezug auf die Standardeinstellungen besteht darin, dass wir die Gesichtserkennung für den Fokus aktiviert haben. Das heißt also, die Frage ist jetzt, funktioniert das? Stellt sich die Kamera darauf ein? Programm Auto Video Modus, das heißt, die Kamera ermöglicht uns, manuelle Einstellungen vorzunehmen. Die Belichtungszeit wird automatisch definiert. Wir haben eine Playlist erstellt, in dem wir jetzt demnächst mit weiteren Videos, Testvideos in Bezug auf die RX0 in YouTube ankommen werden. Also vergesst bitte nicht, uns zu folgen, wenn ihr an dieser spannenden Kamera interessiert seid. Es gibt nämlich eine ganze Menge Sachen, die wir hier noch herumexperimentieren können mit diesem Gerät. Also schaut mal, zum Beispiel nehmen wir jetzt hier bei 25p mit 50m Auflösung auf in Full HD. Während hingegen wir jetzt mit 50p und 50m aufnehmen, das heißt, es werden einfach mal doppelt so viele Bilder pro Sekunde generiert. Jedoch zusätzlich ermöglicht uns der Programm Auto Video Modus auch Aufnahmen bei 100p 50m, also mit vierfacher Bildrate und insofern schon spannende Zeitlupenaufnahmen mit möglicherweise ein wenig reduzierter Aufnahmequalität. Beurteilt das Bild einfach mal selbst. Schaut mal, wir haben diese schönen Blätter hier im Wind bei 100 Bildern pro Sekunde und in Zeitlupe sieht das dann in etwa so aus. Okay, also nun wieder zurück zu 25p 50m, das heißt eine Aufnahme, die dem PAL-Standard entspricht. Soweit der erste Eindruck zum Videoautomatikmodus der RX0. Bald kommen detaillierte neue Videos. Ich wünsche euch viel Spaß und alles Gute.